Movement Limited Edition Flavor von Coca-Cola Zero Sugar. Rosalia, wer ist das denn? Kenn ich nicht. Ich kenne nur Rosalinde, das ist ein Schwein. Aber Rosalia kenne ich nicht. Creations by the artist Rosalia, oder wie sagt man das in Englisch? Rosalia oder Rosalia oder Rosalia, man weiß es nicht. Okay. Also keiner weiß so genau, nach was es schmecken wird. Und die Zutaten hier sind auch wenig aufschlussreich. Das hat man ja auch schon gemerkt bei diesen Fanta-Sorten, wo man so den Geschmack erraten muss. Ne? Die Zutaten helfen einem gar nicht, weil da steht halt einfach irgendwie natürliches Aroma. Keiner weiß, was für ein Aroma. Ne? Nur ja. Okay. Wird wohl nichts bleiben, als es aufzumachen. Mal schauen, ob das einfach aussieht wie Cola oder ob man da irgendwie einen Unterschied sieht. Mal schauen. Glaube, es könnte sein, dass es minimal etwas so orange-braun-mäßig ist wie Mezzomix, aber ich könnte mich auch täuschen. Wir probieren mal. Wir riechen erstmal. Oh, das riecht nach Kokos. Irgendwie so kokosmäßig, finde ich. Nee, das riecht anders als normales Cola. Das riecht man schon, ja. Okay. Geschmacklich, ja. Das hat so ein bisschen was Kokosmäßiges, finde ich. Wie Bounty. Okay, ja, schmeckt so ein bisschen wie Cola mit Kokos, Bounty-mäßig, kann man trinken, ist jetzt nichts, was ich unbedingt gebraucht hätte, aber ja, Kokos-Cola kann man machen, ist okay, finde ich in Ordnung. Ja, was meint ihr dazu, zu dieser Geschichte, zu dem Kunstwerk der Dose und zu dem Geschmack, wenn ihr es schon probiert habt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und das war's, bis zum nächsten Mal, ciao.